Hey zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Lea von studio.de und in diesem Video möchte ich euch gerne die meiner Meinung nach besten Gaming-Stühle für unter 300 Euro vorstellen aus meinen Tests. Ich habe hier vier verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern. Ich werde bei jedem Modell einmal auf die Funktionen eingehen, die miteinander vergleichen, den Sitzkomfort, die Qualität und was ich allgemein so zu den einzelnen Stühlen zu sagen habe und dann mein Fazit, welcher der Stühle meiner Meinung nach auf jeden Fall der beste Gamingstuhl für unter 300 Euro ist. Und auch ein kleines Ranking von Platz 1, 2, 3 und 4 von den Modellen, die ich hier stehen habe. Und bevor wir loslegen, einmal die Bitte, wenn ihr euch für einen Stuhl entscheidet, ob es jetzt einer von diesen vier hier ist oder irgendein anderer von meiner Website studio.de, dann verwendet doch bitte einen der Links aus der Videobeschreibung oder aus den Testberichten. Das kostet euch natürlich keinen Cent mehr. Mir würde es aber ein bisschen weiterhelfen, da dieses Projekt ja irgendwie finanziert werden muss. Like, Abo und sowas ist natürlich auch immer gerne gesehen. Und damit würde ich sagen, starten wir und vergleichen mal die vier Modelle. So, ich würde sagen, dann starten wir einmal mit diesem Modell hier, und zwar dem HP Omen Citadel. Eigentlich gehört er aktuell nicht so ganz in die Kategorie der Gaming-Stühle unter 300 Euro, aber auch schon irgendwie. Also der kostet jetzt aktuell 330 Euro. Es gibt ihn aber auch manchmal im Angebot für knapp unter 300 Euro. Dann kostet er mal 280 Euro oder so. Also so um den Dreh 300 Euro. Deshalb habe ich ihn trotzdem mit reingenommen in die Kategorie. Und wir bekommen hier an Funktionen, ich sag mal Schnelldurchlauf, 4D-Armlehnen, eine erweiterte WIP-Mechanik, eine Rückenlehnen-Neigeverstellung von 135 Grad, komplett mit Kunstleder bezogen und Nacken- und Lendenkissen sind ebenfalls inklusive. Die erweiterte WIP-Mechanik zählt zu den, ja, zu der schon etwas besseren Mechanik. Also wir haben verschiedene Stufen. Das ist einmal die einfache WIP-Mechanik, die erweiterte WIP-Mechanik und die Synchronmechanik. Dann gibt es natürlich noch andere spezielle Mechaniken, aber so wie auch schon die Synchronmechanik brauchen wir die in diesem Preisgebiet auf jeden Fall nicht erwarten. In diesem Preisgebiet findet man am meisten die einfache WIP-Mechanik. Damit können wir ja einfach wippen und entweder die WIP-Mechanik ein- oder ausstellen, aber nicht in verschiedenen Positionen feststellen. Das wiederum können wir bei der erweiterten WIP-Mechanik. Die lässt sich in verschiedenen Positionen feststellen. Ja, je nachdem, was man jetzt gerade so bevorzugt, zu anzunehmen soll die erweiterte WIP-Mechanik in vielen Fällen noch ein bisschen einfacher zu wippen sein als bei der einfachen. Aber das kommt auch immer auf die Mechanik selbst und auf den Stuhl und die Mechanik selbst an. Mit diesem Stuhl kann ich als Leichtgewicht mit ungefähr 53, 54 Kilo und 1,67 immer noch problemlos wippen. Also ich kann es passend auf mein Körpergewicht einstellen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das hier ist auch von allen vier Modellen das einzige mit einer erweiterten WIP-Mechanik. Alle anderen drei Modelle haben eine einfache WIP-Mechanik. Dann kommen wir mal zum Sitzkomfort vom HP Omen Citadel. Also wir haben hier ein eher weicheres Polster. Also ich persönlich finde es sehr angenehm. Die Seitenwangen sind hier etwas ausgeprägter, wie man sehen kann. Man kann hier auch so ein bisschen den Stahlrahmen fühlen, aber das ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Und ja, trotz der Seitenwangen bietet er sehr viel Platz, weil er eben breit gebaut ist. Und auch hier sind die Seitenwangen nicht sehr einengt, besonders weil hier auch noch das Kissen kommt. Mit dem Kissen bin ich persönlich sehr gut zufrieden. Also es gibt wirklich Lendenkissen, die sind für mich einfach für meinen Lordosenbereich zu dick und zu starr, dass sie mich in eine unnatürliche Haltung zwingen. Wenn ihr das auch habt, dann müsst ihr das Kissen natürlich nicht unbedingt benutzen, nur weil es da ist. Ihr könnt es auf jeden Fall auch abnehmen, aber wenn ich es hier abnehme, dann fehlt mir im Lordosenbereich schon etwas, weil hier auch keine Vorwölbung ist. Es ist ja eben das Kissen da. Ich persönlich finde dieses Kissen aber sehr gut, weil es ist zwar sehr groß, wie ihr sehen könnt, aber es ist verhältnismäßig trotzdem flach. Das Nackenkissen nutze ich persönlich nicht so gerne. Für mich ist es einfach zu starr mit dem Kunstleder und so. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Aber so viel zum Sitzkomfort. Ansonsten bin ich mit dem Sitzkomfort wirklich sehr gut zufrieden, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal über zu den DX Racer 1. Also wie eben schon gesagt, haben wir hier halt eine einfache WIP-Mechanik. Wir haben hier 1D-Armlehnen, das heißt, wir können sie nur in der Höhe verstellen. Hier waren es zum Beispiel 4D-Armlehnen. Insgesamt ist der DX Racer 1 relativ schmal gebaut. Also wir haben auch relativ stark ausgeprägte Seitenwangen hier. Hier lässt sich auch so ein bisschen der Rahmen umfassen. Weshalb dieser Stuhl eher für schmalere Leute geeignet ist, muss man sagen. Und ja, von der Polsterung ist er auch eher weicher gepolstert. Also mir persönlich gefällt die Polsterung auch wohl sehr gut. Wir haben auch hier eine Rückenlehnen-Neigeverstellung von 135 Grad, wo ich gerade sagte, dass dieser Stuhl eher für schmale Personen geeignet ist.
Bei jedem Modell müsst ihr natürlich auch immer die passende Körpergröße beachten. Da werde ich jetzt nicht unbedingt im Detail drauf eingehen. Ich werde jetzt die Stühle nur insgesamt von der Qualität und Funktion alles miteinander vergleichen. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann guckt gerne in den Testberichten. Die habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt auf studio.de oder in den Videos zu den einzelnen Stühlen. Und da werdet ihr dann noch genaue Infos bekommen. Dann würde ich sagen, machen wir mal mit dem Modell weiter, auf dem ich hier gerade sitze. Und zwar ist das der Nitro Concepts S300. Wir haben hier 3D-Armlehnen. Das heißt, sie lassen sich in drei Richtungen verstellen. Wir haben hier eine einfache Wippmechanik. Ebenfalls eine Rückenlehnneigeverstellung von 135 Grad. Und was die Polsterhärte angeht, ist auch hier eher, würde ich sagen, ja, mittelhart einzustufen. Also generell sind die alle von der Polsterhärte sehr nah beieinander, muss man sagen. Und auch hier gefällt mir die Polsterung ebenfalls sehr gut. Hier haben wir den Unterschied zu den beiden Modellen, dass die Sitzfläche mit den Seitenwagen 1:1 übergeht. Also wir haben hier keine Krümelecke, wie man das so schön sagt. Also verhältnismäßig noch flachere Seitenwagen als bei den beiden Modellen. Also Seitenwagen, die sind zwar angedeutet, aber sie sind nicht sehr stark ausgeprägt, muss man sagen. Also insgesamt trotzdem ein sehr gutes Sitzgefühl. Und auch hier haben wir Nackenkissen, Lendenkissen mit dabei. Auch hier, so wie ihr die Stühle hier seht, also bei allen sind Nacken- und Lendenkissen dabei. Und auch beim Nitro Concepts X1000. Auch hier haben wir 3D-Armlehnen, eine einfache Wippmechanik. Und hier ist der Unterschied, hier gibt es eine Rückenlehnen-Neigeverstellung von 125 Grad. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Funktion, die ausschlaggebend dafür ist, welches Modell ich eher empfehlen würde, weil 10 Grad mehr oder weniger nach hinten lehnen, das macht jetzt nicht unbedingt den krassen Unterschied. Da ist Sitzkomfort und andere Funktionen und Qualität eben viel wichtiger. Und genauso wie bei diesem Modell ist auch hier die Polsterhärte, also an sich unterscheiden sich der X1000 und der S300 nur minimal. Beim X1000 sind die Seitenwangen ein bisschen flacher, wodurch er halt für etwas breiter gebaute Personen auf jeden Fall noch passender ist. Und ja, die Formgebung ist der größte Unterschied. Wir haben hier an den Seiten und auf der Sitzfläche kleine Kunstlederapplikationen, ansonsten mit Stoff bezogen. Er hier auch 100% mit Stoff bezogen. Ja, und das war einmal der kurze Vergleich zur Übersicht, dass ihr mal wisst, was kann eigentlich welcher Stuhl. Und dann würde ich gerne jetzt direkt zu meiner persönlichen Meinung gehen. Also direkt zum Ranking. Platz 4, der letzte Platz, ist bei mir der DX Racer 1. Wir haben, also er ist nochmal von der Qualität, würde ich sagen, für den Preis trotzdem voll in Ordnung. Für ungefähr, ja, 270 bis 290 Euro kostet er. Die Stühle sind generell alle ziemlich ähnlich im Preis. Er hier mal ein bisschen teurer, aber dafür haben wir auch mehr Funktionen. Auf jeden Fall würde der DX Racer 1 mein letzter Platz werden. Er ist eben sehr schmal gebaut und vom Sitzkomfort und so, da schneiden die anderen Modelle eben noch mal ein bisschen besser ab für den Preis. Also für den Preis bekommen wir bei den anderen Modellen noch ein Tickchen mehr. Dann der Platz 3 wäre bei mir der HP Omen. Es ist schwierig, den auf den Platz 3 zu setzen neben den beiden, weil also da sind die Plätze wirklich sehr nah aneinander. Also bei ihm ist mir klar, dass das der letzte Platz von den 4 Modellen ist. Da bieten die anderen einfach mehr. Bei ihm ist es ein bisschen schwieriger. Also wir bekommen hier mehr Funktion. Also wir bekommen hier ja 4D-Armlehnen, bei denen 3D und hier eine erweiterte Wippmechanik. Bei den beiden eine einfache Wippmechanik. Trotzdem gefallen mir die anderen beiden Modelle hier vom Sitzkomfort noch ein bisschen besser und auch vom Design, weil ich finde, er sieht schon ein wenig klobiger aus, muss man irgendwie sagen. Und mit dem Kunstlederbezug, es gibt ja bei Kunstlederbezug diverse Abstufungen von der Qualität. Und bei ihm hier, ja, ich fange nicht so richtig krass an zu schwitzen. Also nicht, dass er jetzt gar nicht atmungsaktiv ist, das auch nicht. Aber es wird mir schon ein bisschen wärmer nach einer Zeit. So ein bisschen. Und ja, aus Design und aus diesem Grund würde er hier trotz der 1-2 mehr Funktion mein Platz 3 werden. Und bei diesen beiden Modellen, da kann ich wirklich echt schwierig sagen, welcher jetzt mein Platz 1 ist, ob es der S300 oder der X1000 ist. Beide Modelle sind, also besonders der S300, den gibt es schon länger als den X1000, sind auf jeden Fall meine Preis-Leistungssieger in diesem Preisgebiet.
Und deswegen fallen sie jetzt auch direkt auf meinen Platz 1 und 2. Also vom Sitzkomfort, von der Qualität, von Funktion und alles, muss ich sagen, für den Preis bekommt man da wirklich gut was geboten. Bei ihm hier ungefähr 270 € und bei ihm 290 €. Also 20 € Unterschied. Also ungefähr ähnlicher Preis. Und da muss ich ehrlich sagen, die beiden, ja, Platz 1 und 2, das kommt vielleicht dann drauf an. Also der eine, der ein bisschen breiter gebaut ist, für den ist dann der X1000 eher was. Oder ja, vielleicht sagt jemand, oh, der S300 gefällt mir aber von der Farbgebung. Also es gibt ihn natürlich noch in anderen Farben. Aber von wie der genäht worden ist und vom Design, der gefällt er mir noch ein bisschen besser. Dann ist der hier für denjenigen auf Platz 1. Also den bei 1 und 2 wird auf jeden Fall geteilt. Ja, und das war es an sich auch schon mit dem Vergleich der besten Stühle unter 300 €. Ich hoffe, ich konnte euch das Video so übersichtlich wie möglich machen. Es ist teilweise mal ein bisschen schwierig, so viele Stühle miteinander zu vergleichen. Aber wie gesagt, also Platz 4 der DXRacer 1, Platz 3 der HP Omen Citadel und Platz 1 und 2 teilen sich der Nitro Concepts S300 und der X1000. Das sind natürlich alles meine persönlichen Meinungen aus meinen eigenen Testberichten, aus meinen eigenen Erfahrungen. Und ja, ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte und dass ihr jetzt für euch den Beststuhl für unter 300 € gefunden habt. Und noch einmal die Bitte, wenn ihr euch für einen Stuhl entscheidet, dann tut das doch bitte über einen der Links aus der Videobeschreibung oder aus meinen Testberichten. Das kostet euch natürlich keinen Cent mehr. Mir wird es aber ein bisschen weiterhelfen, da dieses Projekt ja irgendwie finanziert werden muss. Und damit sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.